So wie wir uns gestern verabschiedet haben, heute die Begrüßung. Hallo, kurz und knackig. Wir sind, ja, 8.10 Uhr, wir sind auf dem Weg zum Einkaufen, schnell zum Lidl. Ein paar Kleinigkeiten müssen wir kaufen. Bananen, nichts Wildes. Und dann müssen wir arbeiten. Wer hätte das gedacht? Wir dürfen, ja. Arbeiten und Steuern zahlen. Danke. Die haben Feigen. Was ist das? Lecker Feigen. Aber dann schmecken die nachher nicht. Das heißt, Achtung, da will jemand vorbei. Muss eine Maske haben. Die habe ich einmal getragen, wo ein bisschen geknuddelt. Hier, wir brauchen. Ach, das Bio. Bio. Größte Verarschung. Bio. Haben die keinen normalen Salat? Ungesunden. Schon, aber ja, ja. ich hatte. Hm? Ja, ich weiß, ich habe auch direkt geliebäugelt. Ein Brot für uns heute? Ein Brot? Ja, ein Brot reicht. Aber das haben wir nicht mehr. Ja, fast hier ja, gut, dann hol noch ein Brot. Brötchen, ja, wir können auch Brötchen mitnehmen. Wenn, dann würde ich die normalen Brötchen nehmen. Tabata mag ich aber auch. Oder können wir auch nicht von gestern auch hier zwei Mulis hier und alle Brötchen anders lassen? Und guck, wie hier? Das ist überall. Dass sie die Brötchen anpassen. Ich würd zwei normale nehmen. Also schon Kürbis, aber mit den Zähnen nicht so gut. Ja. Ah, da oben links, so ein Weltmeisterbrötchen würde ich noch nehmen. Zwei. Zwei würdest du? Ne, eins. Sorry. Ich nehme auch eins. Ja, dann nimm auch eins. Ich hatte dir doch geschrieben, ah, hier willst du Lidl-Schuhe haben und Latschen. Da habe ich den Tag noch eine Reportage drüber gesehen. Dass die Lidl-Schuhe, die gab es schon mal und die wurden dann für 500 Euro irgendwann verkauft im Internet, weil nur limitierte Auflage. Ja. Paprika, Banane, Brot, Mozzarella. Ja. Können wir die alle wieder mitnehmen hier? Ja. Na, warte mal, da ist auch aus Ei irgendwas. Isst du die? Wir müssen jetzt ein bisschen Hundefutter kaufen, weil unser Barf habe ich online bestellt diesmal wegen dem Umzug. Und jetzt dauert das noch ein paar Tage, bis das kommt. Deswegen wissen wir jetzt nicht, was wir kaufen sollen. Ist ja nur für heute oder heute und morgen, ne? So ungefähr. Wie viel wiegt der? 15 oder 16 Kilo? Boah, 17, 18. Kriegt der 800 Gramm. 800 Gramm am Tag. Ja, das ist eine große Dose, oder? Ja. Diese Riesendosen, die haben sie gar nicht hier. Boah, das gibt Riesenhaufen. Da unten drunter sind große Dosen. Unter denen, wo du gerade warst. Eine große Dose am Tag. Von denen, die du jetzt ja. Da hast. Ach so, ja, dann nimm die doch. Hm? Da haben wir einen halben Tag die Stinkebulle da rumstehen. Wir haben jetzt das runtergenommen. Zwei Stück am Tag kriegt er, ne? Der Etty de Smurf. Das sind dann
30, über 30 Euro im Monat wäre das, dieses Hundefutter. Okay. Wir können 10% Rabatt. Man versteht uns so schlecht. Ja. Wir haben jetzt die Lidl-App, deswegen ist Bernd da so zugange. Er wartet auf seinen Rubbel los. Tja, das ist bestimmt cool. Dann kann man das nämlich so. Und das ist weniger Müll, ne? Man sieht direkt, was man gekauft hat. Also aber das Original gibt es auch noch. Ich habe gedacht, dass es dann halt weniger immer mehr Überwachung. Müll wird. Voll geil. Wer das erfunden hat, kluger Mensch. Jedenfalls wollte ich sagen, dass dieses Hundefutter 30 Euro, über 30 Euro im Monat kosten würde. Genau. Und dass das BARF nicht viel teurer ist. Also, was zahlen wir für BARF? 35 Euro? Ja, BARFen ist nicht so teuer. Ja, wir holen halt immer noch viele Leckerchen und so, ne? Für den Etui. Ja. So, Bernd lädt das Auto aus. Wir haben nämlich. Die Zwischentür mache ich auf. Ja. Wir haben nämlich die Liegestühle und so von zu Hause mit hier hingenommen schon mal. Dann sind sie da wenigstens schon mal weg. Zwischentür auf. Und ich wollte eben Staub saugen. Schluck trinken, meine Kundin kommt gleich. Und ich habe jetzt schon Hunger. Deswegen wollte ich wenigstens meinen Shake vorher austrinken. Wir testen gerade, ob er das Futter mag. Das eklig, aber das stinkt, ne? Warte. Ein bisschen wie Arschloch, ein bisschen schlimmer. Mmh. Okay. Er sagt, das riecht richtig geil. Was habt ihr denn? Weil Smurfy ist, umso mehr etwas stinkt, umso lieber ist er es. So, ich gehe gerade im Park, wie ihr seht. Und ich habe mir eine neue Leine geholt für den Smurfy. Ich habe ihn jetzt immer am Halsband. Und die Leine kann ich mir so umbinden. Denn ja, ich habe festgestellt, dass das wesentlich angenehmer ist, ihn so umgebunden zu haben und die Hände frei zu haben, erstens. Und am Halsband habe ich ihn, weil das anfing, dass er an seinem Geschirr gezogen hat, wie ein Kutschpferd hinterher. Und mit dem Halsband macht er das nicht. Da läuft er halt einfach ganz normal. So, bei mir. Deswegen, ja, der kleine Switch. Und die Leine, die ist echt super. Die ist 3 Meter lang und die kann ich halt umbinden. Die kann ich aber auch ganz normal halten oder kürzer machen, länger machen. Die ist so dreifach, glaube ich, verstellbar. Jetzt habe ich hier auch immer, ich weiß nicht, ob man sieht, hier die Beutel. Habe ich mir so ein Ding dran gemacht. Die habe ich dann immer dabei. Weil vorher hatte ich ja, also morgens und abends gehen wir auch mit der Schleppleine mit ihm und mit dem Geschirr. Aber mittags die Runde mache ich so, genau, weil dann laufe ich alleine. Und deswegen, ich habe ihn dann am Halsband, aber wenn Bernd mitgeht, dann haben wir ihn am Geschirr und an der Schleppleine. Und an der Schleppleine, da konnte man nicht so ein Ding festmachen, so ein Beutelding. Und da musste man immer die Kotbeutel so mitnehmen, ohne Behältnis. Und dann hat die sich abgerollt, die Rolle, und oh. Ja, das ist jetzt angenehmer. Etty, hast es? Komm.
Ja, jetzt ist es gleich schon Mittagspause und dann werden wir zum Haus fahren. Wir sind nicht alleine, deswegen kann ich nicht filmen. Jemand möchte sich das Haus angucken, also den Fortschritt einfach, wie weit wir gekommen sind. Das zeigen wir. Dann müssen wir in den Baumarkt und wollten uns Hölzer anschauen, weil wir planen ja wahrscheinlich ein Familienbett selber zu bauen. Es schwankte immer zwischen selber bauen, ein Familienbett oder zwei Betten zusammenzuschieben. Und es wird vermutlich ein Familienbett, was Bernd dann selber baut. Und deswegen wollten wir nach Hölzern gucken oder Brettern im Baumarkt, was es da so Schönes gibt. Oder dass man vielleicht hinten als Kopfteil eine Küchenarbeitsplatte nimmt, hatten wir überlegt. Aber einfach so inspirieren lassen gleich im Baumarkt. Und in einem Video habe ich euch gezeigt, dass wir den Bambus geschnitten haben und den bringen wir gleich alles zum Bauhof. Und ja, das machen wir heute in unserer Mittagspause. Bei uns gab es wieder eine Planänderung. Ich liege mit dem Calvino auf dem Sofa. Und ja, wir chillen zusammen. Yay! Also Calvino wollte eigentlich nach der Schule noch woanders hin. Und als wir dann im Haus waren, das hatte ich euch noch erzählt, dass wir zum Haus fahren, dass wir das da zeigen, jemandem den Fortschritt, hat er dann angerufen, der Calvino, dass er doch nach Hause kommt und er hatte keinen Schlüssel bei. Also sind wir dann hier hingefahren, Bernd und ich, und waren nicht im Baumarkt und haben nicht nach den Hölzern und so geschaut. Das haben wir dann nicht mehr geschafft, aber ist ja nicht schlimm, das läuft ja nicht weg. Das war ja sowieso nur so zur Inspiration. Und der Bernd war ja bei der Kippe und hat den Kofferraum alles leer gemacht, den Bambus weggebracht. Und dann hat er direkt aus dem Garten wieder drei Säcke, große Säcke mitgenommen und nochmal zur Kippe gebracht. Haben wir einen großen Schritt Müll, also diese Grünabfälle halt, wegbekommen. Und dann ist Bernd wieder zur Arbeit gefahren und Calvino und ich chillen jetzt eigentlich auf dem Sofa. Ihr habt mir auch heute das Video, was heute online gekommen ist, ganz viel reingeschrieben, Michaela, du arbeitest zu viel, du musst dich mehr schonen und so. Ja, das mache ich jetzt hier mit der Kugel. Der Raggi Ragnar ist auch dabei. Nein, die Hand. Ja, das muss ich mal rausschneiden. Calvino ist kamerascheu. Möchte aber einen eigenen YouTube-Kanal haben. Ohne Reden, ohne Kamera. Ohne Reden, ohne Kamera. Dann kannst du besser einen Podcast machen. Also, da muss ich ja reden. Ach so. Aber was machst du, nur zocken in deinen Videos? Ja. Nur zocken? Ja, wahrscheinlich. Ohne Reden? Ja. Aber die normalen... Oder sehr selten. Aber die normalen YouTuber, die Videos mit Zocken machen, die reden doch auch. Nein, nicht alle. Nicht alle. Naja, kannst ja gucken, wie du das machst. Und bitte abonnieren mich auch. Meine Leute sollen dich abonnieren, aber meine Zuschauer mögen Menschen, die sie sehen können und die sie hören können. Trotzdem abonnieren, sie müssen mich ja nicht gucken. Ach so. Nein, war ein Scherz. Ja. Aber wenn man nachgucken möchte. Erstmal musst du ja einen Kanal haben, ne? Ja, habe ich ja schon. Also ja, aber der ist, ne? Ja. Ja, der noch ist inaktiv. Der Calvino muss nämlich erstmal klären. Weil man darf ja nicht einfach so Spiele, Computerspiele online zeigen. Jetzt hat er so mehrere, wie heißt das, Firmen angeschrieben. Ja, Roblox habe ich angeschrieben. Mhm. Ob er denn, also man muss da halt so eine Genehmigung für haben. Man muss fragen, so, hallo, ich würde gerne Videos mit euren Spielen machen, darf ich das? Und dann, wenn er halt vielleicht eine E-Mail kriegt, eine Antwort, das weiß man ja nicht, dann kann er das machen. Und wenn nicht, ja, dann halt nicht, haben wir gesagt, weil meistens gibt es keine Antwort. Das ist das, was ich gelesen habe. Ich weiß ja nicht, ob das stimmt. Und die akzeptieren das so stillschweigend, solange alles gut läuft. Also wenn jetzt so ein kleiner Kanal ist mit 300 Abonnenten und man zeigt da halt die Zockervideos und keiner... es ist ja dann kein großer Kanal, da passiert ja nicht viel, da wird keiner was sagen. Aber wenn jetzt, warum auch immer, ein Video richtig steil gehen sollte und ganz viele Menschen machen so schlechtes Feedback und so, dann kann man halt
eine Strafe bekommen. Und bei diesen negativen Feedbacks, da reagieren dann die Spiele. Hersteller oder Programmierer oder was weiß ich. Ich kenne mich damit auch überhaupt nicht aus mit so Gaming-Dinger. Deswegen habe ich gesagt, wenn er das machen möchte, dann muss er da selber sich ein bisschen mit befassen und drum kümmern. Ich weiß auch nicht, wie man das schneidet oder so, ne? Also, was ich kann, kann ich ihm beibringen aber oder zeigen, aber ansonsten bin ich da keine große Hilfe. Das tut mir leid. Wir kriegen das schon alles hin. Gut, Ding will Weile haben. Wir chillen jetzt noch ein bisschen. Smurfy ist auch am Start. Da. Und dann gehen wir gleich eine große Runde spazieren, ne? Ich habe euch fallen gelassen. Jetzt. Hallo. Es ist schon spät. Halb neun gleich. Ja, da hat mir eine, die Elvira hat mir in die Kommentare geschrieben, sie mag das, wenn du Swifties machst vor der Kamera. Ja, viele. Ja. Die meisten müssen Geld dafür zahlen. Ja. Komm, Etty, wir gehen jetzt mit einem Löhre essen. Ich habe mich heute Nachmittag noch geschont, bis er während von der Arbeit kam. Dann haben wir gesägt. Ich habe euch im letzten Video, also von heute, was heute online kam, habe ich euch gezeigt, dass wir im Garten noch so viel vom Hühnerstall Holz haben. Und das haben wir gesägt, also Bernd mit der Stichsäge. Ich habe immer angereicht und so bis 8 Uhr oder bis kurz vor 8. Und dann waren wir jetzt eben noch mit Smurfy laufen. Und jetzt kochen wir endlich die Kartoffeln. Wir haben gefüllte Paprika aufgetaucht. Die können wir dann schön essen mit frischen Kartoffeln. Ich habe einen leckeren Blattsalat gemacht mit Sahnesoße, mit Essig und Zucker gibt es dabei. Und jetzt räume ich hier gerade noch unseren Einkauf aus von heute Morgen. Hallo. Was ist denn? Ach so, ja. Und Pokémon ist heute irgendein großes... Ich weiß nicht, ob du den schon hast. Ja. Warte, ich muss mein Handy holen. Ja, Pokémon ist heute irgendein Mega-Event. Da sind ganz viele Pokémons unterwegs, die wir gefangen haben. Ja, und dann gibt es gleich endlich Essen. Ich habe nämlich schon richtig Hunger. Und ich glaube, ihr habt auch richtig Hunger, oder? Geht. Geht? Soll ich aufnehmen hier, Auswandern Deutschland? Ja, gerne. Ist das... Kann ich nicht umschalten. Was ist heute? Dienstag, jetzt kommt das wieder Dienstag. Deswegen hat Auswandern... Gut, bei Deutschland nicht aufgenommen die ganze Zeit. Und ich dachte schon, warum kann ich das nicht gucken? Warum? Ja, alles immer auf. Nein. Es ist am Aufnehmen. Aber zeig mir, wo ich die angucken kann, gut bei Deutschland. Ganz normal eine Aufnahme. Seit ich mich erinnern kann. Hier, gut bei Deutschland, da. Zweite Feld. Ja, keine Ahnung. Ich wollte das letztens gucken. Hier, guck. Alles voll. Alles voll. Voll. Ja, dann war das jetzt wahrscheinlich erst wieder angefangen, die neue Staffel oder so. Gut bei Deutschland, das gucke ich nämlich immer total gerne. Und Bernd gar nicht und dann nimmt er mir das immer auf. So. Huch. Ja, 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 Etty, Kroketty. Du willst auch eine gefüllte Paprika, ne? Komm mal her. Oh, komm mal her. Sag mal hallo. Hallo. Ja. Hm. Ja, möchtest du dich noch verabschieden? Bis morgen in alter Frische, bitte. Tschüss, danke fürs Zuschauen.